So, ihr Lieben, wir begrüßen euch jetzt hier. Wir gehen heute zum Slap Virje. Das ist nochmal ein Wasserfall. Das ist die letzte Tour. Unser Trip in Slowenien geht zu Ende. Wir besuchen also jetzt noch diesen Wasserfall, übernachten noch einmal auf dem Campingplatz und morgen geht es dann wieder nach Deutschland. Und ja, wir haben hier geparkt. Hier haben wir geparkt und werden hier... Papa, du klingst so traurig. Ja, ich könnte noch ein paar Wochen länger bleiben oder Monate. Und das ist jetzt hier ein kleiner Rundweg. Und dann nehmen wir euch mit. Parken haben wir 5 Euro gezahlt. Der Parkplatz ist direkt hier nebendran. Herrlichsten Wetter wieder, die Berge auf der Seite hier, man läuft hier ein bisschen sonnig und schattig, nicht in der prallen Sonne, schön, hier ist bewaldet, ja, wir freuen uns wieder euch einen Wasserfall zu präsentieren zu dürfen, als würde ich das nicht lieben, ja natürlich, ich bin mal gespannt und ja, das ist ein schöner Gebirgsweg, muss ich echt sagen. Und mit wunderbaren Aussichten in die Berge. Leider kann ich es überhaupt nicht zuordnen, keine Ahnung. Was hast du? Also vor 2 Minuten war es noch völlig in Ordnung. Irgendwas war. So, die Spannung steigt. Wir hören schon die ganze Weile plätschern und rauschen vom Wasserfall, aber wir haben jetzt noch keinen einzigen Blick drauf werfen dürfen, aber es läuft so schön, man geht ein bisschen runter, man läuft eine Kurve, noch eine Kurve und hört plätschern und plätschern und man denkt, jetzt kriege ich den Blick. Nein, man wird auf die Folter gespannt und ich bin gespannt. Ja, ich kann es nicht abwarten, das weißt du selber, so bin ich halt. Jetzt aber, jetzt habe ich die im ersten Blick. Ja, jetzt sind wir direkt am Wasserfall angekommen. Oh, man kann sogar baden hier drin, das finde ich ja mächtig cool. Ja, die Marisol geht wirklich überall ins Wasser, die kennt er nicht.
dir, warum ich einfach Wasserfälle so liebe. Und das Schöne hier in Slowenien ist noch an den Wasserfällen. Sie haben noch so einen schönen voller Becken und es ist smaragdgrün und es ist einfach nur atemberaubend und ja, die Wasserfälle hier in Slowenien toppen noch einiges. Stopp, Auszeit. Mach dich jetzt wieder auf den Rückweg. Wir werden wieder langsam zum Auto laufen und mal gucken, was der Tag noch so bringt. So, jetzt heißt es von Slowenien Abschied nehmen. Ihr habt sicherlich jetzt alle Filme gesehen und könnt euch, ja, und könnt euch ein Bild machen von Slowenien. Wir haben dieses Zwischenfazit hier an der Sosjet. An der Sosja natürlich. Das wirkt ja Teufelszeug. Ja, wir finden Slowenien insgesamt wirklich unglaublich. Es hat noch wirklich so viele versteckte Naturerlebnispfade, Schluchten, Wasserfälle und ich muss auch eins sagen, so sauber wie Slowenien ist und kommt her, es ist eine Reise wert. Von Stopp Auszeit gibt es bestimmt 10 von 10 Punkten. Ja, uns hat jetzt eigentlich nichts gestört. Und schön, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Vielen, vielen, vielen Dank. Und auch im Moment, wir haben so viele neue Abonnenten. Vielen, vielen Dank. Wir sind echt wirklich dankbar um jeden. Und es motiviert uns, euch neue Orte, Länder oder sonstiges zu zeigen. Es geht weiter. Slowenien ist nicht das Ende von Stoppauszeit. Zum Glück. Es ist nur der Anfang. Anfang, weil wir wollen die Welt bereisen. Ciao und vielen Dank aus Slowenien.